Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim, Dunkle Bruderschaft. Weil wir ja die Herausforderung gelöst haben und beim Let's Read habe ich gemerkt, hier stehen zwei Leute, die wir gar nicht kennen. Vielleicht koche ich eine Potage le Magnifique, aber nicht du? Nach eurem Rezept. Ach so, du bist das hier. Wer ist das denn? Wie kann ich euch dienen, Zuhörer? Da steht ja kein Name und so. Und was ist eigentlich hier? Das interessiert mich jetzt. Ich weiß, wir waren hier schon und so, aber ob hier vielleicht noch irgendwie neue Leute rumlaufen? Ne? Okay, dann können wir ja jetzt erstmal hier die Falle überqueren. Und dann zur Mutter der Nacht gehen, die hier hinten steht. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem lästerlichen Priester im Tempel von Kynareth in Weißlauf. Nehmt sein Gold und dann tötet das Ziel. Heil Cities. Ja, wie gesagt, die gibt uns jetzt immer hier diese Mission. Kannst zwar sehr gut Gold mitmachen. Hier wie Getreue der Mutter der Nacht und die andere hieß. Auch so, ne? Ja. Und zwar kommt die jetzt immer wieder. Es sind immer wieder andere Personen und auch immer wieder andere Kontaktpersonen. Und wir machen jetzt einfach mal eine Verschiedenes. Und zwar sprich mit Lot. Ja, ich hab hier was vergessen. Ach nee, doch nicht. Wir sprechen jetzt mit dem Lot. Weil, wie gesagt, ich mache jetzt so unten, oben. Jetzt, dass ihr nicht denkt, dass ich jetzt immer diese ewige Mutter der Nacht Story hier durchmache. Nein, ich werde nur, dieses eine Mal habe ich die jetzt gemacht und danach werde ich halt eins darunter nehmen, natürlich. So wird auch die Hauptstory nicht zu Schaden kommen oder auch nicht zu kurz kommen. Sollen wir immer mal wieder was Verschiedenes. Sprich mit Lot. Habe ich diese Mission jemals gemacht? Ich weiß, dass ich wirklich mal ein Account, ja, komm. Ja, ein Account hatte. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wo ich ganz viele Missionen gemacht habe. Nur die Hauptstory nicht. Weil ich mich so doll gelevelt habe, es war krank. Falkenring am Wachturm. Boah, nee. Aber die Mission, die komme ich jetzt gerade mal gar nicht klar. Ich kenne die nicht. Ich war auch nur die am Wachturm von Falkenring. Falkenring ist nicht böse auf mich, oder? Ich bin gerade so ein bisschen, ich sehe gerade so ein bisschen gefragt aus. Weil in so vielen Städten, da haben wir jetzt schon Leute gekillt und was weiß ich. Wow. In Weißlauf, die erschießen uns direkt. Jetzt in Winterfest, ich glaube Dämmerstern. Okay. Hä? Ach, in Falkenring. Ach, sorry. Warum kann ich denn nicht... Ist irgendwo ein Feind? Hier drin? Hier drin? Wow, ja, in der Tat, hier drinne. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Tut mir leid, aber ich wusste gerade. Hallo? Was? Wie hast du die denn jetzt aus Leben gemacht? Nur weil du ein Zauberer bist. So, tot. Ach du, gut, die kann ich mitnehmen. Oh ja, und der hat aber ziemlich gute Sachen dabei. Ah, Zombie erwecken. Ja, nee. Toll. Zauberbuch. Buch. Ich wollte erst Bücher sagen, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Ja, wo ist es denn? Zauberbuch, Zombie erwecken. Ja, nee, ist klar. Haben wir überhaupt so richtig mal was mit Magie gemacht? Nee, was haben wir denn eigentlich alles? Heilung, Kampfschrei.
Haben wir nicht viel? Das möchte ich aber jetzt kurz mal machen, um euch das mal zu zeigen hier. Ha! Ach so, dafür muss man dann eine schwache Person, stimmt. Stimmt, ich kann mich noch halbwegs dran erinnern. Dann können wir halt noch keinen Zombie erwecken. Aber wir nehmen jetzt wieder unseren Bogen. Was haben wir in der Truhe noch? Was? Ein Meridiasstein. Was ist denn das? Eine neue Hand. Okay. Den Stern. Noch nie gesehen. Was? Wie neue Hand berührt ihn? Was bist du? Sieht aus wie ein Drachenei. Meridias Stern. Hat aber auch keinen Wert, ne? Hört mich an. Ich denke, wir werden noch erfahren. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Okay. Gibst du mir eine Quest oder jetzt? Wie jetzt? Wie soll ich das jetzt verstehen? Das hört sich ziemlich nice an. Okay. Finde ich ja gerade mal gar nicht so schlecht. Ja, aber wir machen jetzt erstmal mit dem Lot sprechen. Wenn der Lot heißt, ich hab keine Ahnung, ich habe mich bestimmt verlesen. Und ihr locht euch sicherlich gerade nass. Das ist ja immer so. Oh, wie sehr ich gern diese Rüstung hätte, ne? Das wäre jetzt gerade mal ziemlich nice. So. Der Lot, der Lot, der Lot. Der Lot, da ist da drinne. Oh. Mitten in der Nacht, natürlich, macht er mir bestimmt nicht auf. Ah, Kopf juckt, so. Ach, jetzt ist er auch gar nicht mehr im Haus, das ist ja praktisch. Ach, du bist es. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ah, es ist eine Donnermission. Okay, die habe ich definitiv noch nie gespielt. Und da bin ich mal ziemlich gespannt drauf. Was hat willst du denn von auf mir? Der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumsteht. Ach, das war die Mission. Ach, die war geil. Gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Gut. Ja, ich fange ihn ein. Kein Problem. Geld verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ja, kein Problem. Hoch. Ja, doch, jetzt kann ich mich doch an diese Mission erinnern. Die Mission war echt geil. Ich habe mich erst vollkommen erschrocken, als ich die beim ersten Mal gemacht habe. Auch wenn mir viele davor geraten haben, die noch nicht zu machen, weil du dafür echt gut leveln musst. Aber so schwer fand ich die Mission jetzt gar nicht, oder? Da ist er doch, der Hund. Ja, und der Hund, der ist eiskalt und spricht. Ja, der spricht einfach, der Hund. Habt ihr gerade etwas gesagt? Du bist ein Hund. Leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Wisst ihr, mein Name ist Barbas. Und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Oh Mann, ey. Ich finde es einfach so geil. Der Typ ist voll korrekt. Ich habe einiges zu tun. Und wobei soll ich einen Hund... Ah ne, wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? So. Ja, erklär mir das bitte. Sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel.
Hört sich einfach an. Machen wir uns auf die Suche. Nee. Quatsch einfach. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, okay, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Cool. Ja, ja. Musste ich den jetzt nicht folgen? Genau. Ich muss den jetzt eigentlich folgen, aber ich mache das chilliger. Ich lasse ein paar Stunden verstreichen und guck dann, wo der Hund hingelaufen ist. Und teleportiere mich dann dahin. Das habe ich nämlich auch schon beim ersten Mal gemacht. Das ist ziemlich chilliger. Hä? Ah ja, der steht einfach mal 10 Stunden auf einer Stelle oder was? Ja, ist ja auch nicht schlecht. Mache ich auch jeden Tag. Ja, jetzt ist er weg. Okay. Der ist aber immer noch nicht angekommen. Jetzt ist er angekommen. Okay, seht ihr noch was? Wohin müssen wir denn? Ach, da. Ach, du Heil. Da waren wir aber schon mal. Och, das ist ja praktisch. Da waren wir schon mal. Wusste ich jetzt nichts von. Pff, egal. Finde ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Danke. Ja, was haben wir denn hier? Oh, da steht ja was. Das ist aber nichts. So, in die Höhle ist der Hund gegangen und da drin ist dann halt auch sein Bester, sein Herrchen. Und so, ne? Und ja, Meinungsverschiedenheiten. Warum? Und weshalb? Worum es geht? Und keine Ahnung. Das erfahren wir alles in der nächsten Folge von Skyrim. Ich sage bis dahin, tschüss.